So, jetzt wackelt das hier nicht mal, man kann rübergehen. Und wie gesagt, da werde ich eh bloß noch die einsetzen und immer sofort alle komplett heilen. Und dementsprechend kann ich eigentlich auf die restlichen Heilitems auch fast pfeifen. Soweit, so gut. Na dann, noch ein Gegner. Buße dem, der es wagt, das Siegel zu brechen. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mal auf irgendjemand treffe, der jetzt auf einmal extrem hardcore stark gegen physische Angriffe ist, weil der sieht schon irgendwie so kristallin aus. Das mag mir gar nicht so wirklich gefallen. Greift mich an, sagt er auch noch. Und dann macht er uns alle fertig. Gilgamesh, na, wenn das mal nichts ist. Zack, ausgeblendet. Wir sehen noch mal was Geiles. Hammer. Hammer. Eisenschneider, bitte. Eisenschneider. Okay, zählt als Endgegner. Scheiße. Genau das ist das Problem bei Gilgamesh. Es kann so ein Scheiß passieren. Kacke. Und jetzt greifen alle schon an. Nein. Was geht? Bin ich jetzt schon gepisst? Oh fuck, ey. Oh fuck, ey. Und gibt gleich noch einen Konter. Oder noch einen Konter von mir. Scheiße. Hier geht das erste Final Elixier drauf. Und ihm wächst noch ein Arm. Okay, das mit dem perfekten Spiel konnte ich hier schon erledigt haben. Was soll's. Und die kontern alle wie die Blöden. Fuck, ey. Wie geht das hier schon los? Vollständig heilen, eine ganze Truppe, sehr schön. Und wir haben noch nicht GF. Ich glaube, es hackt. Wir können nichts machen. Scheiße. Ich bin gerade echt ein bisschen gepisst. Ein bisschen ist gut. Ah. Ja, das ist jetzt ist eigentlich der Super-GAU eingetreten. Fuck, fuck, fuck. Engel, Eis, Beben, Beben, ne, fliegt auch um das Viech. Ja, das Aura kann ich benutzen, aber es wird mir nichts bringen, da ich die Abilities noch nicht freigeschaltet habe. Schlaf, Tobsucht, Analyse. Okay, wir sind dran. Wir sind mal so richtig fein gearscht. Let's go. Macht 900 Schaden. Yippie. Und der hat noch. Was ist denn jetzt los? Okay, super. So seht es mir nach, wenn ich mich jetzt ein bisschen in den Items in den Menüs hier rumtreibe. Aber ich brauche irgendeine Taktik auf jeden Fall. Misty Mist. Shell, Protest, das nützt mir alles komplett gar nichts. Wir können das Gieserkraut benutzen. Die einzige GF, die wir haben, quasi. Es ist nichts geschehen. Ach, ich hab noch. Nein. So viel dazu. Xell macht gar keinen Schaden, das ist absolut das Blödeste überhaupt. Aber er hat zumindest den Itembefehl, kann Squall heilen. Tja, auf Irvine und Squall kommt jetzt die Aufgabe zu, den einfach platt zu machen, weil die machen wir jetzt ein bisschen Schaden. Und wie ihr gesehen habt, mit dem Zauber mache ich auch nicht gerade mehr Schaden. Okay, aber dann konntet er wenigstens nicht. Oh Gott. Ich hoffe, er hat nicht viel HP. Das ist die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Und er macht aber auch dicken Schaden. Ihm wächst noch ein Arm. War das nicht der gleiche Arm? Ich greife nochmal so an. Denn wie gesagt, ich werde das Final Elixier benutzen.
was ist denn mit diesem Arm? Und das ist immer der gleiche Arm. Ach er schießt er den Arm etwa auf uns? Kann ich so verstehen. Dann wird es natürlich alles mehr Sinn machen. Ja, er schießt das Ding auf uns und dann wächst es ihm nach. Gott, oh Gott. So, wir gucken mal schnell. Ah, ich hab's gewusst. So, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Banner-Elixier. Tja, da habe ich mich ganz schön ins Ausmanövriert, würde ich sagen. Aber ich sehe noch nicht komplett schwarz. Ich werde hier mal Ultima rausziehen. Gucken, was passiert. Hoffentlich macht es ein bisschen mehr Schaden als 900. Dann kriegen wir ja vielleicht doch noch irgendwann fertig. Ja, das ist natürlich jetzt riesenarschig, dass sie so eine Falle eingebaut haben für Leute, die nur mit physischen Attacken angreifen. Ist ja echt mal fies. 3000er Schaden, das ist doch mal was. War's das bitte? Nein. Und er kontert trotzdem. Aber wir kontern zurück mit ein paar hundert. Lassen irgendwann auch weiterhin angreifen. Irgendwie müssen wir das Viech auf platt machen. So, das zur heutigen Folge, ne? Wir versuchen, diesen blöden Zwischengegner zu plätten. Wir brauchen dabei unser ganzes Ultima. Aber was soll's, das macht wenigstens Schaden. Ein wenig. Wir sind schnell, aber es nützt uns hier, wie gesagt, gar nichts. Wer hätte denn echt mit sowas rechnen können? Ich meine, ich habe den Typen schon 1000 Mal besiegt, aber da hatte ich eben immer schon GF freigeschaltet. Aber diesmal dachte ich, kein Problem hier, wir sind die Stärksten, wir sind die Coolsten. Und Ultima zurück. Ich habe ja nicht mal Dwarf. Damit hätte ich auch noch was anrichten können. Weil Cell, glaube ich, der Einzige ist, der von mir noch Dwarf hat. So, schauen wir mal. Herrlich. War's das? Ich glaube, das war's. Oh, ich glaub's nicht. Oh. Leute, was machten die mit mir? Was machen die mit mir? Kann ja wohl nicht wahr sein. Weil irgendwann war als nächstes gestorben, weil irgendwann hätte normal angegriffen, hätte dann 4000er Konter gekriegt und das war's mit ihm. So viel dazu. Elementschild. Elementabwehrkopf Nummer 4, ist mir scheißegal gerade. Bin gerade echt gepisst. Und hatte schon Angst, das war's. So. Spezialtechnik, denn noch so ein Gegner wird ja wohl nicht kommen. Aber Belebung müssen wir eigentlich auch noch rauskriegen, scheiße. Das heißt, noch ein paar Gegner besiegen. Na gut, wenn wir auf GF verzichten können. Denn bei den Endkämpfen wird mir das ja eh nichts bringen. Tja. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt bloß noch diesen einen Gegner besiegen brauchen. Und dann können wir beleben. Und dann sollte das eigentlich ausreichen. Hoffentlich. Huiuiui. Ich glaube sogar, das wird heute eine ganz normale Folge, wenn ich Ultima Weapon besiegt habe. Vielleicht wird es dann bloß 6 Folgen oder so, aber dann weiß ich nicht, ob ich heute noch einen Endgegner mache. Mal schauen. Auf jeden Fall hat das jetzt nicht gerade zu meiner Erheiterung beigetragen, zu eurer vielleicht. Das hoffe ich natürlich. Aber das war gerade echt ein harter Brocken. So, wenn man so mal gar nichts mit seiner enormen Stärke ausrichten kann. So, aber jetzt können wir super Attacken machen. Und wir können zaubern und damit Aura auf uns zaubern. Und das ist eigentlich jetzt schon eine ganze Menge. Weil damit Schatzkammerschlüssel. Ich wusste, hier lag noch irgendwas. Ich wusste es. Und ich hoffe, das ist der hier hinten. Oder war es der ganz am Anfang, wo ich euch schon mal die Tür gezeigt habe, die man sonst sehr leicht übersieht? Ich glaube, das hier ist der Schleusenkammer. Schatzkammer war da oben. Na gut, dann kriegen wir doch noch die GF zusammen. Dann betteln wir uns heute einfach weiter
durch dieses von extrem arschigen Monstern verseuchte Gebiet und freuen uns des Lebens, solange wir es noch haben. So ist der Plan. Gott, oh Gott.